20 nach 5. Letzter Arbeitstag. Es würde alles viel mehr Spaß machen, wenn man zwischendurch nicht so früh aufstehen müsste. Abends nicht einpennen können, nachts wach werden, morgens früh raus, ey. So, 5 Flüge stehen für beide Piloten heute auf dem Programm. Schön auf den kompletten Tag verteilt. Wetter soll okay werden. Also es wird wieder 15 Knoten, 20. Gestern hatten wir sogar 22 Knoten, aber nur am Flughafen. Also die ganze Insel war bei mir wieder kam. Also nicht kam, also alles unter 15 Knoten. Aber der Flughafen war ganz schön windig wieder. Naja, heute ist Magnum nicht unterwegs, die sind sonntags immer dicht. Und daher ist nicht so viel los in der Luft, aber ist eigentlich immer was los. Oh, boah, Wettercheck. Wach werden. Irgendwie. Meinst du aber schon kurz nach 6? So, er geht. Gleich auf. Ey, in 15 Minuten. Es ist höchste Zeit, mich fertig zu machen. Boah. Ist das früh. So, Sonne geht gerade auf. Allerdings ist der Horizont Wolken verhangen. Aber es wird langsam hell. Noch sind die Temperaturen angenehm. 24 Grad. Aber das wird sich sehr, sehr bald ändern. So. Letzter Arbeitstag, Sonntagmorgen. Oh, auf geht's. Hallo! Is it too early? It's so freaking early. Der Westen hat noch einen Flug drauf bekommen. Wir haben heute keinen Fueler. Das heißt, falls jemand sehen kann, wir müssen mal wieder diesen Fuel Truck von nebenan benutzen. Das dauert natürlich immer ein bisschen länger. Ja, wir haben nur der Howard, der fällt aus für 2 Monate. Der hat erst sein eines Knie irgendwie neu bekommen, jetzt kriegt er ein zweites neues Knie. Aber gut. Der Wesley, der wird gerade beladen. Aber der hat auch jetzt 4 Flüge hintereinander. Ich habe eine Pause nach dem zweiten Flug, also nachdem der jetzt kommt. Das Wetter ist fantastisch. Also es ist jetzt nicht windstill, aber das ist auch nicht. Windstill wäre auch nicht gut. Denn dann ist die Performance vom Helikopter geringer. Das ist eigentlich ziemlich nice. Natürlich schweinewarm. So, 2 Flüge vorbei. Es wird windiger. Jetzt muss ich gerade mit dem Tailwind landen, ey. Das hat ganz schön gebruckelt, als ich aufgesetzt bin. Aber gut, so ist es halt. So, sieht so aus, als würden noch 3 Flüge kommen. Jetzt habe ich eine kurze Pause. Oh, es ist wirklich warm. Aber ich glaube, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Und es wird langsam ein bisschen windig. Ist das windig. So, 3 Flüge vorbei und 2 kommen noch. Ja, es gab Trinkgeld immer wieder. Sogar von Australien, was ein bisschen überraschend war. So, ich suche gerade nach meinem Telefon. Habe ich nicht. Aber noch 2 Flüge, dann habe ich Wochenende. 4 Tage. Gucken. Bock habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf 4 Tage frei. Ne? Weil arbeiten ist ja auch schon Fun. Aber. Boah, bin ich müde. So, der Wesley hatte mit seinem Helikopter das gleiche Problem, was ich vor 2 Tagen hatte. Blinkendes Governor Light. Das heißt, ich musste den Flug übernehmen. Dann hatten wir allerdings schon 20 vor 1. Der Flug, der eigentlich um 20 vor 1 losgehen sollte und wo ich noch eine Pause habe. Das heißt, wir haben jetzt 20 vor 3 und mein Flug ist natürlich alles jetzt verspätet für mich. Kann aber nicht wahr sein. Aber ich habe mal extra Flug drauf bekommen. Natürlich kein Trinkgeld, weil Aussies. Aber naja, also fliege ich jetzt heute 6-mal und er 6-mal anstatt 7 und 5. Boah, also habe ich immer noch 2 Flüge vor mich. Gott. So, ein Flug noch, auf den ich über eine halbe Stunde zu spät gehe jetzt. Aber gut, auf geht's.
Also dieser bescheuerte Koji, ne? Der ist morgen auf Kauai. Er hat mal wieder keinen Bescheid gesagt. Das heißt, ich bin morgen die Nummer 2 und der Schedule ist voll. Und morgen kommt der Klempner. Jetzt weiß ich, was es heißt. Und will die Toilette reparieren. Und ne. Also entweder ich gehe morgen gar nicht zur Arbeit und melde mich direkt krank. Oder ich mache die Flüge am Morgen und fahre dann nach Hause und melde mich dann krank oder sonst was. Denn ich bin auf jeden Fall zu Hause morgen um 1 Uhr. Für den Klempner. Verfluchter Koji, Mann. Geht mir vielleicht auf den Sack, dass der niemandem Bescheid sagt. Ey, das nervt mich jetzt gerade tierisch, dass ich morgen nicht frei habe. Ne? Muss ich um 7 Uhr aufstehen? Das geht ja. Also es ist wesentlich besser als 5. Um 7 Uhr bin ich wahrscheinlich eh wach. So, der Plan ist, die ersten beiden Flüge zu machen und dann nach Hause zu fahren und mich krank zu melden. Oder ich kann ja morgen früh den Klempner anrufen und fragen, ob der nicht später kommen kann. Das ist natürlich dann irgendwie verschieben und beziehungsweise absagen auf dem letzten Drücker, was mir ja gar nicht gefällt. Der ist ja wahrscheinlich dann auch schon ab 7 Uhr irgendwie unterwegs und hat mich dann fest im Plan. Und wenn das nur mit Schwierigkeiten zu erledigen ist, dieses Verschieben, dann fahre ich nach Hause. 4 Flüge stehen morgen auf dem Programm. Um 10, um 11, um 1 und um 3. Montag. Da ist ja Vollstau. Hey, das nervt mich gerade. So, es gab $60 Cash und dann habe ich noch einen Briefumschlag. Aber da kann ich viel drin sein. Die meisten haben irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich bin heute 6 Mal geflogen. So, und dann muss ich mal sehen, wie ich das morgen früh regel mit dem Klempner. So, ein Smoothie gab's. Das war's. 9 Uhr. Ey, ne? Morgen Klempner. Arbeiten muss ich. Jetzt habe ich gerade mal das Klo gespült, ne? Da läuft kein Wasser mehr. Ich habe das 10-mal gespült, daran gerüttelt, sonst irgendwas. Ey, da lief Wasser raus ohne Ende. Ich hätte es aufnehmen sollen. Jetzt alles in Ordnung. Das heißt, ich muss morgen früh anrufen und sagen, ey, ich habe kein Problem mehr. Und ich hätte eh keine Zeit gehabt. Ey. Hallo? Oh, na gut, hätte schlimmer kommen können, ne? Aber nichtsdestotrotz. Ey. Was ist denn jetzt los? So, um 7 Uhr muss ich raus morgen. Also eigentlich muss ich um 8 Uhr da sein. Ne? Also wenn der Wesley abhebt für seinen ersten Flug um 10 vor 8, muss mein Helikopter fertig gepreflightet sein. Wenn ich aber um 7:30 da bin, ja, dann stehe ich voll im Stau. Wenn ich erst um 9 Uhr da bin, habe ich vielleicht Glück. Und von daher stehe ich schön geschmeidig um 7 Uhr auf. Blubblubl. Koji ist eh auf Kauai. Und dann mache ich meine 4 Flüge. Und rufe zwischendurch irgendwann mal die Tante an. Und sagt der, ja, irgendwie hat sich das Problem in Luft aufgelöst. Keine Ahnung.